Guten Morgen und herzlich willkommen im Salon Thomas in Eschweiler in der Rosenallee 15. Ja, wir stecken gerade in einer Krise. Die Herren wissen nicht, wohin mit ihren Haaren. Ich kann Ihnen eins versprechen, sie werden wachsen. Die wachsen, wachsen, wachsen. Nein, Schatz beiseite, wir haben leider Gottes kein Herrenmodell, nur ein Damenmodell. Nichtsdestotrotz, als erster Mann sich seine Maschine nehmen, einen großen Aufsatz auf die Maschine geben. Und um das größte Dilemma der wachsenden Haare wegzumachen, geht man einfach mit der Maschine einmal rund um die Ohren. Damit ist das Ohr freigeschnitten, es sieht wieder sauber aus und das restliche Haar, okay, das ist dann natürlich lang, das wächst weiter. Da können wir auch ein recht einfaches Produkt, das ist jetzt von Schwarzkopf, bekommt man im DM, auf den Ansatz geben und das Haar bekommt genügend Stand. Es ist ein Puder, sodass man weder ein fettiges Haar hat wie bei Wachs, noch ein Wetlock hat wie bei Gel, sondern einfach nur ein bisschen mehr Stand hat um die Haare. Das streut man so drauf und schon bekommt das Haar hier vorne Stand und bleibt stehen. Ist für die Herren halt sehr, sehr angenehm. So, ansonsten kann man bei den Herren nur sagen, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ja, und dann haben unsere Damen zurzeit in dieser Krise das Problem mit ihrem Haaransatz. Der Haaransatz wächst raus, gerne auch grau, und das möchten unsere Damen natürlich nicht. Da gibt es bei DM ein Produkt, ein Ansatzspray, das sprüht man auf den Ansatz, jetzt hier vorne auf den Lidscheitel oder hier vorne in den Schläfen auf. Das kann man auch mit einem Haarmascara machen, auch von L'Oreal. Da kann man diese feinen Härchen ein bisschen mit abdecken und damit kann man an für sich die Zeit jetzt ganz gut überbrücken. Dann gibt es natürlich auch die ganz einfache Variante, indem man sich einen schönen schicken Schal nimmt und bindet diesen Schal einfach um die Frisur drumherum. Die Haare ein bisschen rauszubilden. Wenn man keinen Pony trägt, zieht man es ein bisschen weiter runter. Schau schon in die Kamera. So. Auch diese Variante ist möglich bei Haarfarbe. Sollten Sie dazu übergehen und denken, ja, ich färbe mir einfach mal die Haare selbst, dann tun Sie uns Friseuren bitte den Gefallen und nehmen Sie mindestens zwei Nuancen heller, damit wir anschließend die Möglichkeit haben, es wieder auszubaden. Ja, und bei den Damen haben wir dann auch das Problem, wenn man Pony trägt, das Haar wird zu lang, wohin mit meinem Pony? Da gehe ich hin, schneide ihn selber, indem ich einzelne kleine Strähnen nehme, die so etwas zwirbeln und hier in der Spitze so ganz vorsichtig nach oben eine Strähne abschneide. Das hat den Vorteil, dass wir nachher keinen geraden Cut haben, sondern dass der Pony schön fransig nach vorne zieht. Und es ist einfach nur ein bisschen kürzer. Das Gleiche kann man auch an den Seiten machen, wenn man die Seiten ein bisschen fransig trägt. Man nimmt sich eine kleine Strähne, zwirbelt diese Strähne und geht ganz unten in der Spitze hin und schneidet auf diese Art und Weise ein bisschen die Spitze ab. Das können Sie rundum machen und überall ist anschließend die Kontur wieder etwas nachgeschnitten. Wenn Sie als Dame die Haare auch ganz kurz tragen und die Ohren freigeschnitten haben möchten, können Sie genauso vorgehen wie bei den Herren mit der Maschine einfach die Kontur ein bisschen nachschneiden. Mit dem größten Aufsatz, den Sie da haben. Meiner hat 1,8 cm.